Herzlich willkommen bei Zocken mit dem Sammler. Es ist mal wieder eine neue Woche, das heißt, es sind mal wieder 4 neue Runden Quizduell am Start. Dienstag haben wir das erste Deutschlandspiel gegen Frankreich, glaube ich, und dort haben sie ja dann morgen auch ein EM-Quiz, um die ganze Sache ein bisschen einzuläuten. Ich muss mich auch nochmal bei euch bedanken. Aktuell sind wir an diesem Montag schon bei über 500 Leuten. Das ist natürlich echt eine starke Leistung, innerhalb von einer Woche über 100 Abos zu machen. Das ist für mich schon keine Selbstverständlichkeit. Also das ist richtig toll, dass ihr mich so gut unterstützt. Wo bleibt unser Chat? Ah, Mr. Doom, sehr gut. Und Julia, leider nicht Erster, aber ich sehe es trotzdem. 9. Ja, vielleicht. Ich glaube, ein bisschen später warst du doch noch dran. Hallo aus München. Aus Hamburg. Hallo Luca. Aus dem Kurort Hartha. Okay, klingt schön. Ihr seht, ich bin heute allein hier. Also jetzt gerade habt ihr gut die Möglichkeit, dass ich viele von euch grüße. Schreibt's einfach rein. Mainz grüßt. Hallo aus Geestland, Neukölln. Liebe Grüße an Rebecca Birgit. Oder Rebecca und Birgit. Hallo Mäusekinder. Heute ist Barfußwetter. Ja, ich bin auch durchaus ein Barfußfreund. Grüße an Laura und an Tobias und an Diana. An Möhre irgendwas. genau, ihr seht, ich bin heute alleine hier. Wir haben nochmal eine Alleine-Show. Am Donnerstag hat Christina das so gut gemacht. Ich hoffe, das klappt heute auch. Ja, ich habe Socken an, sorry. Ich dachte, das kennt ihr schon. Das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gemacht. Liebe Grüße an Siggi und an Kerstin. Genau, keine Sorge, morgen sind wir auch wieder hier, wieder mit mehr Leuten. Ich glaube, morgen sind Jan und Winston wieder hier. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. In Socken auf der Waage. Nein, ich möchte das nochmal sagen, ich stehe auf keiner Waage. Ich stehe nur auf einer kleinen Erhöhung, damit ich hier besser an die Kamera rankomme. Grüße an Nika. An Jan und Vince. Liebe Grüße, Jan und Vince. An die Tochter Ellen. An Monique. Oh Gott, hier sind aber viele. An Tobi, Richard. Grüße aus dem Osten, aus Leipzig. Killekichen. Das ist sicherlich nicht einfach. An die Mutter und Schwester Herz von weiß ich nicht wem. Es ist immer relativ schwierig, eure Namen zu sehen. Also sagt lieber mir die Namen, ich kann das besser sehen, was ihr schreibt. Grüße an Adina und Sandy. An Christine. Wow, okay. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt gleich auch. Bussi an Nathalie und an Mepsi. Liebe Grüße an mich, danke. Okay, wir sind soweit. Herzlich willkommen zum Wochenstart mit Quizduell Live. Ich bin Annika, ich bin euer Host heute und tatsächlich bin ich heute alleine hier. Sonst stelle ich gerne meinen Co-Host vor. Heute habe ich niemanden. Ich habe natürlich noch einen Techniker, der mir ein bisschen hilft mit den ganzen Sachen. Aber gut, heute machen wir das. Nur mit mir, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich versuche viel auf den Chat zu achten. Genau, wir haben Quizduell Live. Ich erkläre mal kurz nochmal die Regeln für euch, für die von euch, die neu dabei sind. Wir haben 12 Fragen für euch mit jeweils bis zu 4 Auswahlmöglichkeiten. Wenn ihr richtig antwortet, kommt ihr in die nächste Runde. Wenn ihr falsch antwortet, seid ihr leider raus. Allerdings könnt ihr bis einschließlich Frage Nummer 7 euren Rettungsring benutzen. Der hilft euch dann, wenn ihr falsch geantwortet habt und dann kommt ihr trotzdem in die nächste Runde. Die letzten Fragen müsst ihr allerdings alleine bewältigen. Wir haben natürlich auch einen Preispott für euch. In unserem Preispott heute liegen 4000 Tickets und obendrauf nochmal 400 Rettungsringe. Oh, und ich sehe gerade im Chat, dass Judith Geburtstag hat. Alles Gute, Judith. Wir sind natürlich die Woche wieder jeden Tag von Montag bis Donnerstag um 18 Uhr live. Morgen haben wir ein besonderes Quiz für euch. Wir haben nochmal ein EM-Quiz. Das macht der Jan natürlich wieder. Da bin ich raus. Aber ich habe mir sagen lassen, morgen spielt Deutschland zum ersten Mal. Insofern könnt ihr euch dann schon mal richtig darauf einstimmen. Was sind dann so eure Tipps, wie Deutschland spielt? Warte, gegen Portugal spielen die? Bin mir nicht ganz sicher. Genau, ich würde sagen, wir sind soweit. Frankreich, sagt hier jemand. Ah, okay. Sorry, ich wollte mich nicht vertun. Ich bin nicht der Profi. Sehr gut. Ihr habt schon einige Tipps hier. 3-2, 1-1. Okay. Sehr gut, dass ihr besser informiert seid als ich. So muss das. Wir legen los mit Frage Nummer 1. Die lautet, was ist Edamame? Ist es eine Getreidesorte, Sojabohne, Käse oder Aufstrich?
Genau. Ist jemand von euch besonders gerne Edamer, dann wisst ihr das wahrscheinlich. Ansonsten vielleicht auch. Ich sehe auch die richtige Antwort schon sehr häufig im Chat. Ist tatsächlich nicht meine Lieblingssorte. Habe ich natürlich auch schon mal gegessen. Ich bin immer mehr so in die Richtung Gorgonzola oder was hat man noch so? Ich mag auch Mozzarella. Was ist eure Lieblingskäsesorte? Denn das ist es natürlich, ist es eine Käsesorte. Das haben auch 8471 von euch richtig. Ich sehe auch, dass Leute Camembert und Gouda gerne essen. Sonst, ich sehe viel Gouda und Cheddar. genau, sehr gut. Wir gehen weiter mit Frage Nummer 2 und die lautet: Wer ist seit 2018 deutscher Bundesminister für Gesundheit? Ist es Andreas Scheuer, Kevin Kühnert, Heiko Maas oder Jens Spahn? Ich habe das Gefühl, den Gesundheitsminister kannte man vor dem letzten Jahr nicht ganz so gut und diesmal mittlerweile ist er in allen Medien und überall bekannt. Insofern denke ich, dass das nicht so eine schwierige Frage ist. Den sieht man ja dauerhaft in den Nachrichten. Man kennt ihn, es ist natürlich Jens Spahn. Ah, das weiß auch immer noch die Mehrheit, da bin ich ja froh. Ich bin heute alleine, weil es passt da einfach zeitlich nicht. Keine Sorge, die anderen kommen auch wieder, die sind immer noch alle dabei. Liebe Grüße an Annika und Alexandra. Genau, ich lege weiter mit Frage Nummer 3, ich sehe gerade nichts im Chat zu dem Thema. Weitermachen wir mit einer Comic-Frage. Welches treue Pferd steht Lucky Luke zur Seite? Ist es Giddy Galopper, Harry Hopper, Billy Bouncer oder Jolly Jumper? Ich weiß nicht, ob einige von euch Comic-Fans sind. Natürlich. Und wenn ja, ob ihr Lucky Luke-Fans seid. Ich weiß nicht, wenn ihr ein Comic-Quiz mal wollt, könnt ihr das auch gerne mal schreiben, dann können wir das mal überlegen. Ich habe Lucky Fall. Luke manchmal geguckt, das habe ich immer bei den Nachbarn gemacht. Fand ich eigentlich immer ganz witzig. Grüße an Robert. Die richtige Antwort, Lucky Lukes Pferd heißt natürlich Jolly Jumper. Da haben wir aber einige verloren. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, die Antwortmöglichkeiten sind ja doch relativ ähnlich. Der Klepper, genau. Ja, ich sehe hier ein bisschen Interesse besteht schon an Comic-Quizzes. Überlegen wir uns einmal, wir haben ja regelmäßig einen Themenquiz, dann kann ja auch mal Comic eine Möglichkeit sein. Jetzt gibt es ja doch noch einiges Interesse. Weiter geht's mit Frage Nummer 4, davor haben wir ein Video für euch. Ist das Rocky? Genau, eine Filmfrage, die lautet, wie heißt diese Filmfigur? Ist es Rocky Balboa, Daniel LaRusso, Vito Corleone oder Jack Bauer? Die Sequenz kennt man, glaube ich, ganz gut. Ich muss zugeben, ich habe den Film selber nie gesehen, trotzdem ist die Sequenz gut zu erkennen, weiß man sofort, worum es geht. So eine kleine Trainingsmontage kann nicht schaden. Ich sehe die richtige Antwort auch ganz viel im Chat. Es ist natürlich Rocky Balboa, guck mal, da haben wir kaum jemanden verloren, sehr gut. Bin ich ja froh, dass ihr auch so Movie-Fans seid. ich sag zu viel M, das tut mir natürlich leid. Apollo, jetzt merke ich selber. Ja. Weiter geht's, Frage Nummer 5. Wir haben wieder ein Bild für euch. Seitenaufnahme, ich hoffe, das macht's nicht zu schwierig. Die Frage hierzu lautet: Welches Tier trägt diese Dame im Spitznamen? Ist es Hund, Katze, Maus oder Leguan? Man muss, glaube ich, nicht mal den Spitznamen kennen. Man könnte auch mit dem Namen weit kommen. Ich hoffe, dass ihr den Namen kennt. Genau, ich sehe hier auch die richtige Antwort ganz viel im Chat. Wen wir hier gesehen haben, das war natürlich Daniela Katzenberger. Und der Name sagt es dann schon. Die richtige Antwort auf diese Frage ist Katze. Das wussten noch wieder alle von euch. Ich bin sehr froh, dass wir noch so viele dabei haben. Wir haben ja auch noch 7 Fragen vor uns. Insofern halte ich die Daumen gedrückt, dass das erstmal so weitergeht. Noch haben wir 2 Fragen mit Rettungsringen, also passt gut auf. Frage Nummer 6 ist eine Geografiefrage. Welcher Fluss fließt durch Länder wie Vietnam oder Kambodscha? Ist es der Nil, der Amazonas, der Ganges oder der Mekong? Mir wäre das hier tatsächlich vor allem durchs Ausschlussverfahren gelungen, weil ich so ein bisschen weiß, wo die ganzen anderen Flüsse liegen. Ich sehe hier verschiedene Antworten schon im Chat. Wart ihr denn schon mal in Vietnam oder Kambodscha? Ich war einmal in Kambodscha. Ich weiß, glaube aber nicht, dass ich an diesem Fluss war. Ich kann mal zurück aufzählen. Der Nil ist in Afrika, der Amazonas ist im nördlichen Südamerika und der Ganges ist in Nordindien. Deswegen ist hier die richtige Antwort natürlich Mekong. Falls ich hier die Flüsse falsch ausspreche, sagt mir gerne Bescheid. Ich versuche das zu verbessern, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig. Jemand sagt,
Nee, die meisten waren noch nicht da. Okay, das ist auch gut zu wissen. Ist ja auch gerade ein bisschen schwierig zu reifen. Weiter geht's mit Frage Nummer 7. Das ist die letzte Frage für den Rettungsring. Gut aufgepasst. Wir haben eine 50-50-Frage und die lautet: In welchem Land heißt das Parlament Knesset? Ist es Israel oder Türkei? Liebe Grüße an Benjamin. Das Mekong-Delta ist super schön. Gut zu wissen. Kann man dann mal ausprobieren, wenn man wieder die Chance hat. Kolle Wolle, liebe Grüße. Und liebe Grüße an Olivia. Danke, ich mag mein Kleid auch gerne. Die richtige Antwort auf diese Frage lautet natürlich Israel. Das hat auch die Mehrheit von euch noch gewusst. Sehr gut. Ansonsten noch könnt ihr den Rettungsring einsetzen. Ab Frage 8 seid ihr komplett auf euch allein gestellt. Liebe Grüße an Melina und an Omar und an Janni. Weiter geht's. Frage Nummer 8. Ihr seid auf euch allein gestellt. Wir machen weiter mit einer Sportfrage. In welchem Sport ist Andrea Petkovic aktiv? Ist es Tennis, Basketball, Hochsprung oder Schach? Andrea ist im ehemaligen Jugoslawien geboren, aber mit 6 Monaten nach Deutschland gezogen, insofern eine deutsche Sportlerin. Wer von euch hat sie vielleicht schon mal gesehen im Fernsehen oder live? Jetzt sehe ich aber ich sehe alle Antworten hier im Chat. Ich weiß nicht, ob das zur Verwirrung ist oder weil die Leute sich vertun. Die richtige Antwort ist Tennis. Doch, das wusste doch noch die Mehrheit. Dann war das tatsächlich zur Verwirrung. Stiftet ihr euch richtig im Chat an? Schachboxen. Nee, ich glaube, das macht das Känguru mehr. Ich weiß nicht, ob Andrea Petkovic da so aktiv ist. In Stuttgart. Lebt sie da? Liebe Grüße an die Studio-Crew. Richtig aus. Weiter geht's mit Frage Nummer 9. Welche dieser Epochen heißt wortwörtlich Wiedergeburt? Ist das Rokoko, Barock, Renaissance oder Reformation? Ich weiß nicht, ob einige von euch eine Lieblingsepoche haben. Ich habe das in Geschichte gelernt, insofern wusste ich auch direkt, was die richtige Antwort ist. Aber ich sehe hier direkt wieder alle Antworten im Chat, insofern schwierig. Im Chat kann man nicht immer vertrauen. Liebe Grüße an Caroline. Die richtige Antwort lautet natürlich Renaissance. Wir haben aber noch einige dabei. Mit den ganzen 3000, was sind das, 963, gehen wir in den Final Counter an unsere letzten drei Fragen. Wir machen weiter mit Frage Nummer 10. Welche Zivilisation hatte ihr Zentrum im heutigen Peru? Sind es die Azteken, Hopi, Inka oder Maya? Genau, jetzt auch wieder gut, wenn man ein bisschen ausschließen kann. Hier möchte jemand das ein 3-Fragezeichen-Quiz. Stelle ich mir auch witzig vor. Harry Potter Quiz kommt natürlich auch immer wieder. Ich kann das mal erklären. Die Azteken befinden sich im so zentralen Mexiko, die Hopi vor allem im Nordosten von Arizona in den USA und die Maya in Südmexiko bis Guatemala. Sie haben sich relativ weit gestreckt. Aber die Inka waren im heutigen Peru. Und das, da haben wir aber einige an Maya verloren. Aber die Mehrheit, fast 2000, sind noch dabei für die letzten 2 Fragen. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Leute gewinnen. Momentan haben wir noch echt viele dabei. Insofern bin ich auf die letzten 2 Fragen gespannt. Mist. Wir machen weiter mit Frage Nummer 11. Was ist das europäische Gegenstück zum nordamerikanischen Karibu? Ist es das Rentier, der Hirsch, der Elch oder das Reh? Ja, wer kennt sich hier gut mit Tieren aus? Wer ist bei draußen im Grün besonders stark? Gnu ist, glaube ich, keine Antwortmöglichkeit. Da hat sich wohl jemand vertan. Was haben wir noch? Liebe Grüße aus Lippstadt. Märchenquiz stelle ich mir auch schön vor. Die richtige Antwort auf Frage Nummer 11 ist Rentier. Sehr gut. Wir haben es jetzt unter 1000. Uiuiui. Aber 959 sind noch dabei. Wir haben aber hier 1000 haben wir irgendwie verloren. Wir machen weiter. Frage Nummer 12. Unsere letzte Frage. Jetzt gut aufgepasst. Wie schnell kann man laut einer praktischen Studie in Sirup schwimmen? Langsamer als in Wasser, schneller als in Wasser, gleich schnell wie in Wasser oder man kann in Sirup nicht schwimmen? Okay, falls jemand das von euch da schon mal ausprobiert hat, würde ich jetzt gerne so einen Schwimmer, weißt du, diesen Schwimmer-Emoji im Chat sehen. Ich wüsste nicht, wo man es ausprobiert. Ich denke mal, in dieser praktischen Studie muss man dafür extra ein Schwimmbecken mit Sirup gefüllt haben. Stelle ich mir ganz witzig vor. Die Dichte ist ja auf jeden Fall unterschiedlich, also könnte sich da irgendwie was ändern. Die richtige Antwort ist aber, in Sirup schwimmt man gleich schnell wie in Wasser. Und das haben 324 von euch richtig. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. Wir haben hier natürlich den Link und wir gucken uns, würde ich sagen, am besten auch mal ein paar Gewinner an. Da haben wir Stole71, SumoSigi1961, StephanMe63, Fleur de Lis 1756, Ik-En,
Frau Donna Koili 01, die wilde Chakaboom Kokobu. Herzlichen Glückwunsch an euch und alle anderen Gewinner. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und morgen sind wir wieder mit einem EM-Quiz für euch da, mit Jan und Winston. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis bald. Ich habe jetzt auch zwischen Inka und Maya geschwankt. Also das war jetzt auch nicht ganz so einfach für mich. Und die Frage mit dem Rentier, ich weiß nicht, ob ich die jetzt auch richtig beantwortet hätte. Vielleicht hätte ich auch den Elch genommen, keine Ahnung. Aber sagt mal die letzte Frage, wie schnell schwimmt man in Sirup? Wer führt denn so eine dusselige Studie durch? Das hat ja nun überhaupt keinen Mehrwert. Oder seht ihr das anders? Weiß ich nicht. Wer soll denn so eine Studie bezahlen? Schwimmt man in Sirup schneller als in Wasser? Ja, weiß ich nicht. Also, da hätte ich jetzt auch einfach nur gleich schnell genommen, weil ich jetzt mir gedacht habe, eigentlich so viel Unterschied kann ja eigentlich auch nicht sein. Auch wenn Sirup dann dickflüssiger ist. Dann gibt es natürlich auch wieder das Problem, wie dickflüssig ist dieser Sirup? Also, da gibt es natürlich dann auch wieder ein paar Faktoren, die du dann dort eingrenzen musst, damit die Viskosität auch einigermaßen übereinstimmt dann. Naja gut, ich hoffe, ihr habt gewonnen. Es gab ja heute mal wieder 2 Rettungsringe. Das ist ja schon mal wieder ein bisschen mehr als im Standard. Morgen ja wieder das EM-Quiz. Da werde ich dann auch keine Rettungsringe einsetzen. Da gehe ich jetzt persönlich auch nicht davon aus, dass ich da durchkommen werde. Müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall ist das schon mal ganz toll, dass ihr mich hier unterstützt. Ansonsten zeigt das Video euren Freunden. Drückt auf den Abo-Button. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, bis morgen zum Fußballquiz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.